So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 26. Juli 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Man kann es hier schon in der ersten Slide sehen. Ganz oben gestern nachbörslich Walmart mit einer etwas nicht so günstigen Nachricht in Anführungsstrichen. Etwas, was sie allerdings auf der Kehrseite schon irgendwie wussten, ausgehend von den letzten Earnings und dann auch den Turbulenzen, die wir nicht nur in Walmart gesehen haben, sondern auch beispielsweise in anderen Consumer, in dem Fall Consumer Staples, Consumer Discretionaries, wie zum Beispiel Target. Wir haben mal massive Abschläge gesehen nach einem ziemlich imposanten Lauf über das Jahr 2021. Eine sich verändernde Konsumneigung seitens der Verbraucher, die dazu führt, dass Walmart hier seinen Umsatz bzw. seine potenziellen Gewinne hat reduzieren müssen, den Ausblick diesbezüglich, das jetzt unterquartalsweise. Wir haben das schon jetzt gesehen im Hinblick auf Snap. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht dran, die Guidance war nicht besonders stark bei den Earnings fürs erste Quartal. Man hat dann kurze Zeit danach eine Reduktion auf den Weg gebracht und selbst die konnte man jetzt nicht erfüllen. Walmart könnte also auch dann im kommenden Monat, wenn die nächsten Earnings über den Ticker laufen, durchaus nochmal sehr heiß werden. Heute auf jeden Fall ein durchaus spannendes Thema. Mit auch dann Fokus auf der Region um rund $117, $118. Wenn die bricht, dann könnte das durchaus ein interessanter Short-Kandidat tatsächlich werden. Wir werfen darüber hinausgehend, jetzt das war schon mal der Einzeltitel, wir werfen darüber hinausgehend natürlich einen Blick auf den DAX, auf die weiterhin choppige Price-Action, die wir hier zu sehen bekommen. Hat sich nicht groß was verändert. Gestern lief an den News rund um Nord Stream 1 wieder über den Ticker, die für Abschläge gesorgt hat. Im Hinblick eben auf eine jetzt erneute Drosselung der Gasliefermenge seitens Russlands. Warum, wieso, weshalb? Sind es fehlende Teile? Sind es fehlende Papiere? Sind es tatsächlich irgendwelche Druckmittel, derer sich Wladimir Putin jetzt bedient? Ein Spiel, was er spielt, vielleicht um zu sagen, ihr könnt das Gas haben, was ihr könnt so viel Gas haben, wie ihr möchtet, aber dafür öffnet Nord Stream 2 oder friert im Winter. Man weiß es irgendwie nicht. Der DAX hat auf jeden Fall darauf erstmal mit Abschlägen reagiert, hat einen Großteil vor einer Woche auf den Weg gebrachten, nehmen wir sie mal, Nord Stream Aufschläge infolge dieser Squeeze von 300, 400 Punkten auf der Oberseite wieder hergegeben und hart jetzt auf den nächsten Impulsgeber, sei es rund um Nord Stream 1, sei es aber eher wahrscheinlich in Bezug auf die Fed, die allerdings morgen dann um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit Zahlen vorlegt, ja, beziehungsweise die Leitzinsentscheidung auf den Weg bringt. Wir werfen heute einen Blick drauf. Wir haben heute nachbörslich auf jeden Fall eine Packed Agenda im Hinblick auf Google, Microsoft, jeweils mit Earnings, die vorgelegt werden, also die auch durchaus heiß werden können. Also, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge zu thematisieren. In den folgenden Minuten wird es mehr geben, bevor wir ganz offiziell starten. Allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon mache man sich bitte zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut, beziehungsweise lasse ein solches mit oder von einem unabhängigen Finanzberater erstellen. Dann lade man sich kostenlos auf markets.com/de eine Demo herunter und entscheidet dann, ob der Handel sich für ein mit diesem Produkt eignet. Falls man dann diese Frage mit Ja für sich beantwortet oder diese Entscheidung trifft, hat man, wie gesagt, bei markets.com/de eine Möglichkeit, auch ein Live-Konto natürlich zu eröffnen. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, auch zur Produktpalette, entsprechend Devisen, CFDs, physische Aktien, ETFs etc. findet ihr auf der Webseite. Gerne die Möglichkeit darüber hinausgehend nutzen, auch mit der Elena in Kontakt zu treten. Habt ihr Fragen rund um die Märkte, nutzt gerne die Möglichkeit, einmal hier jetzt im Livestream die Fragen live zu stellen, auch zu betrachtenden Märkten, die euch eventuell ins Auge gestochen sind und zu denen ihr gerne eine Einschätzung wünscht. Darüber hinausgehend schaut gerne auf meiner Webseite vorbei, jk-trading.com/forum. Da habt ihr täglich eine von mir aufgesetzte Trading-Chatbox, die genau dem Zweck dient, sich miteinander zu den Märkten auszutauschen, Trading-Setups zu diskutieren und so weiter. Auch darüber hinaus gehen gerne, den Link habe ich schon eingestellt, in der Chatbox die Discord-Community diesbezüglich ansteuern. Auch diese vielleicht von euch in dieser Hinsicht von Interesse. Ich teile da häufig meine Gameplans für die US-Equities, aber ihr habt gerne auch die Möglichkeit, andere Märkte zu diskutieren. Marketplace, S&P, DAX, Gold, WTI, wie auch immer dort euer Interesse gelagert ist, nutzt gerne die Möglichkeit, euch dort miteinander auszutauschen. Und wir beginnen mit den Aktienindizes, einen Blick auf den DAX. Wo wir allerdings dann schauen müssen in diesem Zusammenhang, ob sich wirklich so viel Spektakuläres hier tatsächlich ergibt oder ob wir vielleicht dort nicht den Weg, ich nenne es mal, des geringsten Widerstands oder des geringeren Widerstandes wählen sollten und entsprechend eben mögliche Einzeltitel eventuell zum Thema machen sollen. Also zunächst einmal
Ich vergrößere das Bild mal ganz kurz. Einen Blick auf den DAX und die derzeitige choppige Performance. Wir gehen nochmal kurz zurück, vielleicht in den gestrigen Handelstag, um einmal hier diese Nord Stream News einzuordnen, die aktuell marktbewegend ist. Deswegen machen wir es zum Thema. Ich, wie gesagt, habe dort nicht mehr Informationen als ihr auch. Ich folge, sofern es nötig ist, den News, die über den Ticker laufen, den Ausführungen hier, den Einschätzungen, warum, wieso, weshalb, seitens der Politiker. Sollte man nicht nur keine Aufmerksamkeit schenken, meiner Einschätzung nach, sondern die sollte man eventuell sogar komplett ins Gegenteil verkehren. Wahrscheinlich ist es genau andersrum. Wie auch immer sich dort dann unser Wirtschaftsminister in dem Fall beispielsweise ganz besonders eben äußert im Hinblick auf irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, irgendwelche Gründe, die sich vielleicht im Hinblick auf Vergeltungsmaßnahmen seitens Russland, seitens des Kremls irgendwie orientieren. Für jemanden, der logisch denkt, braucht er, oder beziehungsweise ist das keine große Überraschung. Also selbst wenn es so wäre, wäre es irgendwie nachvollziehbar. Zwar ist man davon negativ betroffen, jetzt hier als in Deutschland ansässig und infolge eben dann auch eines Gaslieferstopps, des Kollaps der Wirtschaft und entsprechend eben eines potenziellen, nennen wir es jetzt mal sehr plump gesprochen, Frierens im Winter. Aber naja, nunmehr, was hat man geglaubt? Also wenn man Sanktionen auf den Weg bringt, man konnte es von allen Ecken und Enden ja hören. Es gab genügend auch Journalisten, die gesagt haben, das ist halt der Preis für die Freiheit. Na naja, gut, dann eben jetzt, dann zahlen wir den Preis eben für die Freiheit. Ja, aber Moment, so war das jetzt ja nicht gemeint. Naja, wer A sagt, muss eben auch B sagen. Ja? Und dass man dort dann eventuell Konsequenzen zu befürchten hat, im Rahmen dann auch eines Gaslieferstopps beispielsweise, weil man ja sowieso auch auf russisches Gas sich in der Lage sieht zu verzichten, so wie das beispielsweise ja auch seitens der Außenministerin Baerbock ja thematisiert worden ist. Naja gut, dann verzichten wir eben. Ja, in dem Moment, so war das ja nicht gemeint. Wir wollten ja jetzt gar nicht so direkt verzichten, weil dann haben wir ja vielleicht das Risiko verfolgt. Also man kann nur noch mit dem Kopf schütteln, man weiß nicht genau, was genau jetzt hier die Hintergründe sind, hinter dieser Drosselung von 40, glaube ich, Prozent, schon dieser reduzierten Lieferung von Gas aus Russland nach der Lieferung der Turbine aus Kanada, wo es ja auch schon entsprechend eben Spannungen gegeben hat, wohl, beziehungsweise das nicht so klar war, ob jetzt da die entsprechenden Papiere geliefert worden sind. Gazprom hatte sich diesbezüglich ja auch geäußert. Ich bin mir immer nicht so wirklich sicher, in welche Richtung man das interpretieren soll. Fakt. Scheint auf jeden Fall zu sein, dass es in der Lage ist, auf jeden Fall nochmal kurzzeitig für Volatilität zu sorgen, auch wenn ein Follow-through auf der Unterseite soweit nicht stattgefunden hat. Also wir sehen hier, läuft die Meldung, das war gestern gegen 4 Uhr nachmittags ungefähr, also kurz nach der Markteröffnung in den USA, nach Wall Street Open gegen 16 Uhr, kam diese Meldung, lief über den Ticker, hat sofort einen Impuls von 100 Punkten auf der Unterseite auf den Weg gebracht. Kurz zur Einordnung. Das ist ein Zurückbringen in Richtung nahezu des Ausgangsniveaus dieser, ich nenne sie mal Nord Stream 1 Squeeze. Die haben wir vor einer Woche zu sehen bekommen, als es hieß, dass die Pipeline wieder in Betrieb genommen wird. Und demnach haben wir jetzt einen Großteil eben infolge dieser gestrigen Abstiege wieder hergegeben. Wir sehen, es kommt infolgedessen zu einer Konsolidierung. Interessanterweise allerdings zu einer dennoch Verteidigung dieser Niveaus, was wiederum zeigt, dass eventuell seitens der Marktteilnehmer hier erwartet wird, dass man früher oder später schon eine Lösung finden wird und dass man hier in diesem Fall, jetzt mal sehr einfach gesprochen, bei aller Ideologie Deutschland wirtschaftlich nicht ins Steinzeitalter zurückbefördern wird, sondern dass man früher oder später eventuell dann in den sauren Apfel seitens der Politik beißt und eben einen Großteil der verkündeten Sanktionen zurücknimmt. Sollte dem nicht so sein, besteht definitiv die Gefahr eines regelrechten Ausverkaufs natürlich, aber bis dahin scheint sich zumindest der Markt hier mit dieser Option, absurden Option, gar nicht wirklich auseinanderzusetzen. Ist infolgedessen in der Lage, diese unsere Range-Begrenzung derzeit eben zu halten. Und ist vielleicht auch ganz interessant, dieser Bereich, ehrlich gesagt, für ein Play morgen in die Fed-Sitzung und die Erwartung, dass es hier zumindest kurzzeitig zu einem bullischen Impuls kommt, eventuell darüber hinausgehen auch weiterer bullischer Impulse, wonach man dann diese untere Range-Begrenzung long handeln könnte mit einem klar definierten Risiko unterhalb, also Stops unterhalb dieser identifizierten Range, in dem Fall unterhalb des Vorwochentiefs, verlaufend ungefähr so im Bereich um 13.100 Punkte, vielleicht ein Stück weit tiefer, 13.090 Punkte. Dass es in diesem Zusammenhang eben ein erneutes Abstoßen auf der Oberseite gibt und eine Attacke, in dem Fall auf die obere Range-Begrenzung, die 13.400er-Region, mit auch potenziell einem Break höher, der uns dann in Richtung der 13.700er-Region sogar führt.
einhergehend korrespondieren mit entsprechend eben auch bullischen Vorgaben, die wir seitens der US-Märkte vielleicht zu erwarten hätten, sollte es zu einer Rückeroberung der 4000er-Marke eben tatsächlich kommen. Plus man hat eben noch diesen Zusatz, dass man in diesem Zusammenhang jegliche dann Entspannung, so nennen wir mal Nord- und Nord Stream, so aus dem Nichts wie letzte Woche am Dienstag eventuell nochmal zusätzlich treiben wirken könnte, wenn man plötzlich eben feststellt, dass man die Papiere jetzt doch gefunden hat, die in irgendeiner Form noch benötigt werden, um zu sehen, dass auch alles im Rahmen der Sanktionen so abläuft, wie das abläuft und dergleichen, bei zeitgleich eben einem klar definierten Risiko oder einem Level ging, das man auf der Unterseite eben riskiert. Wir würden bei einem Entry jetzt einfach im Market Order und mit der Rückeroberung hier auch des EMAs, wobei der nicht besonders aussagekräftig ist vor diesem Hintergrund dieses choppigen Treibens, würde man in dem Fall 80 Punkte riskieren, 85, 90 Punkte vielleicht maximal auf der Unterseite und geht auf der Oberseite erstmal mindestens auf einen Test der 13.400er Region aus diesen Gefilden, also über 200 Punkte, was schon mal einem CRV von größer 2 zu 1 auf jeden Fall entspricht. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, darüber hinausgehend auch einen Bruch höher mit weiteren Aufschlägen in Richtung der 13.400er Gefilde eben zu sehen, Entschuldigung, 13.600er, 700er Gefilde zu sehen zu bekommen, was nochmal das CRV verdoppelt dazu. Ja? Also 4 zu 1, vielleicht sogar 5 zu 1 an dieser Stelle. Also scheint durchaus ein Play zu sein, sicherlich rein spekulativ, was man auch mit in die Fed morgen nehmen könnte. Eventuell braucht der Trade ein bisschen, um anzulaufen an dieser Stelle. Man hat ein klares Level, gegen das man riskiert. Man möchte sicherlich nicht sehen, dass es hier zu einem Flush-Out unter eben diese Konsolidierungstiefs kommt. Aber wir haben ein erstes Signal gesehen, dass es heute unwahrscheinlich erscheint. Wie gesagt, abhängig von den einkommenden News. Auch gestern, wie gesagt, diese Nord Stream News hier, die kamen aus dem Nichts. Aber wir haben zumindest mal gesehen, wir sind diese Region zwar jetzt nochmal angelaufen, aber es kam eben zu keiner deutlicheren Attacke auf diesen Bereich. Das ist schon mal ein erstes Zeichen, dass man offensichtlich seitens des Marktes, Status Quo jedenfalls, sich in der Lage sieht, aber zumindest mal willens ist, diese untere Range-Begrenzung eben offensichtlich zu respektieren und es nicht zu einem Break tiefer kommt, der dann übrigens weitere Abschläge zunächst bis in Gefilde um 13.000 Punkte eben tatsächlich freisetzen würde. In Bezug auf diese News, ich habe den Link unterhalb des Videos eingestellt, beziehungsweise ich mache das vielleicht jetzt mal einen Augenblick. Ich gucke mal ganz kurz. Mal schauen. Hier, das sind einmal die Links. Ich kann den jetzt ja schon mal einstellen. Für diejenigen, welche die bei YouTube mitschauen, die jetzt gar nicht im Forum, also hier auf der Webseite unterwegs waren, kurzen Augenblick. Hier mache ich mal kurz die Seite auf. Achso, okay, jetzt sehe ich gerade. Na, das ist Quatsch. Das ist eine Funktion, okay, das ist ein bisschen blöd. Ich kann die erst einstellen, die Links, wenn das Video hochgeladen ist. Dadurch den Livestream haben wir keine Kommentarfunktion unterhalb des Videos, also wo man Kommentare reinschreiben kann. Da bleibt uns hier aktuell nur der Chat eben tatsächlich. Okay, dann hat sich das erledigt. Also im Anschluss ziemlich keine 5-4 Minuten später, sobald wir den Stream beendet haben, findet man auf jeden Fall die Links, auch im Hinblick hier eben auf diese Meldung, auf die ich mich jetzt gerade hauptsächlich bezog hier von gestern. In dem Fall war es abends, aber schon nachmittags um 4 lief das entsprechend über den Ticker. Ja, also das im Hinblick auf die Entwicklung. Ich sehe gerade die Frage, bist du eigentlich für oder gegen die Sanktionen? Also ehrlich gesagt, wenn man sich anschaut, in welche Richtung diese Sanktionen gehen, dann, ich weiß nicht, ob es eine Für- oder Gegenfrage ist, sondern vor allem, ob die Sinn machen oder ob es da nicht eine wesentlich sinnvollere Herangehensweise gegeben hätte oder beziehungsweise hätte man Sanktionen in irgendeiner Form vielleicht, wenn man überhaupt Sanktionen verkündet, hätten die nicht eventuell ein bisschen besser durchdacht sein können. Also ich meine, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mal meinen Gegner an dieser Stelle ja erstmal identifiziere, sofern ich ihn überhaupt als Gegner bezeichnen sollte, denn an der Stelle erkenne ich irgendwie nicht, dass mir in irgendeiner Form jetzt in Anführungsstrichen Wladimir Putin etwas getan hat. Ja, also das ist sehr, 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 sehr fast schon kindlich gesprochen, aber ne, also versteht hoffentlich, was ich meine. Dann stellt sich mir schon mal die Frage,
Muss ich jetzt mich immer solidarisch mit dem jetzt Betroffenen zeigen? Das sind natürlich jetzt Gründe, die vorgeführt werden. Ich verstehe die auch. Also ich kann dieser Argumentation natürlich folgen. Also ich bin ja kein Kloppi. Ich bin ja intellektuell durchaus in der Lage zu verstehen, dass man hier dass man sagt, was kommt danach? Kann man hier vertrauen, dass es in Anführungsstrichen auf die Ukraine beschränkt bleibt, diese Invasion und dergleichen? Aber nichtsdestotrotz muss ich mich natürlich an der Stelle fragen, okay, Solidaritätsbekundung kann ich nachvollziehen, sofern ich denn dann mit allen notwendigen Informationen über alle notwendigen Informationen verfüge, um mir erstmal ein entsprechendes Bild zu machen. Davon gehe ich aus, diese Informationen haben wir nicht. Soweit ich informiert bin, gibt es hier schon seit 2014 eine Positionierung in Anführungsstrichen der NATO-Querstrich der USA in der Ukraine im Hinblick auf die Krim, beginnend mit damaligen Finanzhilfen, die unter, ich weiß nicht, wie der Vorgänger hieß der Januschenko? Januschenko? Hieß der so? Juschenko hieß der, Verzeihung. Hieß der so? Bis Februar 2010? Nee, der war das nicht. Einen Moment. Nee, ich weiß nicht, wie der vorher hieß. Ich weiß nicht, wie der Folger von ihm hieß. Ich guck mal ganz kurz, scheitern. Präsidentschaftswahl für den amtierenden. Oder hieß der doch so? Ich weiß es nicht, okay. Also auf jeden Fall gab es wohl diesbezüglich dort eine Entwicklung schon 2014, schon 2013, wo es um Finanzhilfen ging, wo es zwei Aspiranten gab, in Anführungsstrichen, die finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt haben. Und soweit ich weiß, war es die EU bzw. Russland. Und man hat sich seitens der damaligen Regierung für die russischen Finanzhilfen entschieden. Und das hat dann zu den darüber hinausgehenden Entwicklungen rund um den Maidan und dergleichen geführt. Infolge dann auch entsprechend der Abwahl bzw. des Putsches damals der Regierung und so weiter. Und ausgehend dann auch damals von den Entwicklungen in Luhansk und in Donetsk, im Donbass, ist es dort zu Spannungen gekommen, beziehungsweise zu kriegerischen Auseinandersetzungen, von denen wir hier interessanterweise in den westlichen Medien kaum etwas mitbekommen haben. Also nochmal, das sind so Informationen, die ich mir zusammengesucht habe, die ich tatsächlich auch erstmal nicht validiert habe, aber die Fragen aufgeworfen haben. Ja? Also meinerseits auf jeden Fall. Und die eventuell dann auch erklären, besonders wenn man eben überlegt, dass die ukrainische Regierung seit eigentlich 2014 massiv mit militärischem Equipment beziehungsweise auch Beratern seitens besonders der USA sich versorgt sieht und aktuell auch die aktuellen Waffenlieferungen hauptsächlich und die Unterstützung, die Geld, die Hilfen entsprechend, nicht nur militärisch, sondern auch Finanzhilfen grundsätzlich, hauptsächlich von den USA getragen werden, die natürlich den Eindruck erhärten, dass es sich hier um einen Proxy War handelt, also um einen Stellvertreterkrieg. Und da wiederum, besonders vor dem Hintergrund auch, dass man aus einer Generation kommt, in meinem Fall zum Beispiel, dass man die Entwicklung rund um Afghanistan, den Irak, um Syrien und dergleichen mitbeobachtet hat und all die Lügen, die dort nachweislich auch vorgetragen worden sind, seitens der USA ganz besonders, das wirft zu viele Fragen auf, als dass ich an der Stelle mich jetzt einfach nur auf die eine oder andere Seite schlage. Also das heißt also jetzt bezogen auf die Gegebenheiten in Bezug auf die Sanktionen, die Sinnhaftigkeit der Sanktionen und dergleichen. Wie gesagt, das macht alles bei objektiver Betrachtung wenig Sinn, was da passiert. Das macht auch rein wirtschaftlich, besonders wenn man sich jetzt anschaut, im Hinblick auf die Leistungsbilanz Russlands gleich, das macht alles keinen Sinn. Russland geht aus den verhängten Sanktionen stärker hervor, während Europa massiv geschwächt wird, beziehungsweise sich seiner Abhängigkeit, besonders von russischen, in dem Fall Energielieferungen, Gaslieferungen, eben Deutschland in dem Fall bewusst wird und wo man dann eventuell auch früher oder später eventuell auf teurere Energielieferungen, zum Beispiel seitens der USA, zurückgreift. Ist eine so durchaus meiner Einschätzung nach ernstzunehmende Möglichkeit, was in keinster Form jetzt in Bezug auf diese Situation in irgendeiner Form rechtfertigen soll, dass es dort zu dieser Invasion kam oder sonst dergleichen. Ganz im Gegenteil, es ist grausam. Also dieser Krieg nur, das ist das, was ich hauptsächlich meine, wenn ich davon spreche, dass wir offensichtlich eine
übergeordnet verfolgte Agenda vielleicht, so möchte man es vielleicht auch bezeichnen, wieder ausgetragen auf dem Rücken von den Schwächsten, Schwachen unserer Gesellschaft, eben ausgetragen auf unserer Schultern. Also nicht die Schwächsten der Schwachen unserer Gesellschaft, sondern auf unseren Schultern und nicht auf Augenhöhe zwischen den einzelnen Machthabenden eben ausgetragen sieht. Und das sind eben zu viele Fragezeichen, die da diesbezüglich bleiben, die es mir unglaublich schwer machen, zu sagen, ich bin für etwas oder ich bin gegen etwas. Ich habe einfach zu viele Fragen, die aktuell ungeklärt sind und wo ich auch nicht wirklich sehe, dass irgendjemand besonders in der Medienlandschaft, hier in Deutschland ganz besonders, dass irgendjemand da eine Aufarbeitung beziehungsweise für Klarheit sorgt und diese einzelnen Fakten eben entsprechend mal vorträgt. Dass das grausam ist, dass Menschen dort sterben, das steht außer Frage. Aber wie kann man an dieser Stelle eben diesen Menschen helfen? Oder wie genau tut man es, indem man zum Beispiel schweres militärisches Gerät dorthin transportiert? Eventuell das Leid verlängert und so weiter. Also wie gesagt, ich habe zu viele Fragen in dieser Hinsicht einfach, als dass ich jetzt an der Stelle sagen kann, ich bin pro oder ich bin kontra hier an der Stelle. Ich bin relativ neutral. Ich hätte erstmal Fragen. Aber da ich zu klein bin, werde ich diese Fragen niemals irgendjemandem stellen können, beziehungsweise demjenigen, welchen, den ich sie stelle. Die werden mir definitiv keine Antwort darauf geben, weil sie eventuell Ecken beleuchten, die besser im Dunkeln verborgen bleiben. So würde ich es am ehesten mal vielleicht zusammenfassen. Also, ja. Ist allerdings unabhängig von meinen Einschätzungen in Bezug auf den Markt. Also, wie gesagt, ich arbeite mit dem, was mir an der Stelle jetzt zurückkommt, eben hier aufs Money Meeting und die Einschätzung in dem Fall für den DAX. Ich arbeite an der Stelle mit den Informationen, die mir seitens des Marktes vorgebracht werden. Und wenn ich eben sehe, zum Beispiel im Falle eines solchen Flushs gestern im Hinblick auf eine reduzierte Gaslieferung durch die Nord Stream 1 Pipeline, dass es nicht zu einem Break unter die Range kommt, scheint es zumindest mal so zu sein. Also der aktuell jüngst etablierten Range scheint es erstmal so zu sein, als wenn das seitens des Marktes, von dem ich ausgehe, dass er alle Informationen hat, eben als nicht so gravierend eben erachtet wird, beziehungsweise man nicht davon ausgeht, seitens der Marktteilnehmer, dass es zu einer weiteren Eskalation darüber hinausgehen kommt, dass schon sich irgendwie eine Lösung diesbezüglich herauskristallisiert oder das, was wir zu sehen bekommen, einfach seitens der Medien aufgegriffen wird und in eine oder andere Richtung aufgebauscht wird, um auch entsprechend zu emotionalisieren, was aber eventuell eine Entwicklung ist, die man im Rahmen dieser Wartungsarbeiten vielleicht sogar jedes Jahr zu sehen bekommen hat und von der zum Beispiel auch Gazprom, glaube ich, jüngst sogar schrieb, dass man bis dahin diese Wartungsarbeiten, die jetzt derart medial ausgeschlachtet worden sind und teilweise instrumentalisiert worden sind, dass man die jedes Jahr hat und sowieso sich ein bisschen verwundert zeigte, dass das jetzt plötzlich so ein großes Thema sein sollte, weil es war in den letzten Jahren auch kein großes Thema. Also kommen wir zurück an der Stelle zum S&P und den aktuellen Gegebenheiten, die sich auch nicht groß verändert haben. Also wenn ich mir jetzt hier den Ausbruch anschaue über die 3930, 3950er Region, das Halten oberhalb dieser Region, dann ist es das eigentlich, was ich nach diesem Breakout grundsätzlich erstmal als Stärke interpretieren würde. Das ist meine Einschätzung nach eine bullische Indikation. Die Wahrscheinlichkeit einer Attacke auf die 4000er Marke, die ist weiter gegeben, nicht zwangsläufig heute. Vielleicht morgen in der Vorbörse, post der Microsoft bzw. der Google Earnings an dieser Stelle, die heute ja nachbörslich veröffentlicht werden. Allerdings muss ich gestehen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sich selbst hier, also selbst nach einer initialen Reaktion nachbörslich, der Handel morgen erst einmal ruhig darstellt und wir erstmal die Fed abwarten und dann einen Impulsgeber entsprechend eben da warten sollen. Wobei ich den Impulsgeber ausgehend von der Fed weiterhin zunächst auf der Oberseite sehe, weil wir immer noch verhältnismäßig restriktive Einpreisungen einer 100-Basispunkt-Zinsanhebung zu sehen bekommen. Also wir sehen hier an dieser Stelle, wir sind weiterhin bei 75 Basispunkten, die 75 Basispunkte erwarten. Also das heißt von einem aktuellen 150 bis 175, dann auf 225 bis 250. Aber immer noch 25% der Marktteilnehmer, dieser laut Fed Watch Tool hier an dieser Stelle, eben eine sehr restriktive Haltung, ja, so kann man es vielleicht sagen, eben sehen. Also in diesem Fall restriktive Haltung mit 100 Basispunkten Zinsschritt eben erwarten. Und genau diese 100 Basispunkte hier an dieser Stelle, die sind etwas, die ich einfach als übermäßig übertrieben erachte, denn das derzeitige Umfeld, nicht nur ausgehend von den einkommenden Wirtschaftsindikationen, sondern auch von einer gewählten Rhetorik seitens des Weißen Hauses, rechtfertigt einen solchen restriktiven Schritt einfach nicht. Und was ich damit meine, ich bin gestern
darauf aufmerksam geworden. Ich musste heute erstmal suchen. Also ich habe jetzt hier den zufällig, nachdem ich es gegoogelt habe tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wer was das ist hier an dieser Stelle im Hinblick auf News oder sonst dergleichen. Also ich habe einfach nur das hauptsächlich hier, das Screenshots willen, habe ich das gemacht, weil das die Grafik ist, die mir gestern von einem Freund zugespielt worden ist, im Hinblick nämlich auf die Anpassung der Definition einer Rezession seitens des Weißen Hauses. Man stellte hier heraus, while some maintain that two consecutive quarters of falling real GDP constitute a recession. Also das, was wir hier schon im Morning Meeting zum Thema gemacht haben, nämlich dass zwei aufeinanderfolgende Quartale negativen Wirtschaftswachstums eine Rezession definieren, ist das weder die offizielle Definition, noch ist es eben die Art und Weise, wie Ökonomen den Zustand des Business Cycles, also des Wirtschaftszyklus eben interpretieren. Das stimmt. Ja? Also das ist nicht richtig, das ist nicht falsch, was hier steht. Es gibt keine offizielle Definition einer Rezession. Das heißt also, man nimmt aber eine Daumenregel und man sagt an dieser Stelle, wenn ich eben zwei Quartale habe, infolge derer es ein negatives Wirtschaftswachstum gibt, dann befinden wir uns in einer Rezession. Das ist, wie gesagt, eine Heuristik, mit der man arbeitet, genauso wie es eine Heuristik ist, dass es eben eine 20-prozentige Korrektur beispielsweise im Aktienmarkt, dass wir dann uns in einem Bärenmarkt befinden. Das sind Vereinfachungen, die nicht hundertprozentig zutreffend sind, aber jetzt mal sehr einfach gesprochen in Bezug auf den Bärenmarkt, um das mal als gleiches Beispiel zu nehmen. Wenn ich eine Korrektur von 20% im Markt sehe und folglich der Markt von oben links nach unten rechts läuft, ja, dann sollte ich offensichtlich erkennen, dass die Bullen gerade nicht viel zu melden haben und dass die Bären in Control sind. Also dass die Bären den Vorteil auf ihrer Seite eben tatsächlich haben. Genau so ist in dem Fall ein Halbjahr, in dem ich zweimal, also aufgeteilt in jeweils zwei Quartale, negatives Wirtschaftswachstum sehe, offensichtlich kein prosperierendes wirtschaftliches Umfeld. In dem Fall wird es eben vereinfacht dann als Rezession bezeichnet. Aber alleine, dass man jetzt hier seitens des Weißen Hauses weiterstehend hier sieht, it is unlikely that the decline in GDP in the first quarter of this year, even if it followed by another GDP decline in the second. Also es ist unwahrscheinlich, dass der Rückgang in der Wirtschaftsleistung in den USA im ersten Quartal, selbst wenn er von einem erneut negativen GDP-Print, der jetzt am Donnerstag übrigens dann ansteht, gefolgt wird, dass das eine Rezession impliziert. Das ist das, was das Weiße Haus auf der Webseite, also das ist offiziell von der Webseite des Weißen Hauses, ist das so kommuniziert worden zu Beginn des Wochenendes, beziehungsweise über das Wochenende. Lässt einen natürlich stutzig zurück. Also jemand, der zumindest mal jetzt nicht alles, was dann die offiziellen Regierenden eben kommunizieren, erstmal in Frage stellt und sagt, warum lohnt es das jetzt herauszustellen? Weil man offensichtlich erkennt, dass man hier zunehmend eine Sprech, in Anführungsstrichen, unter den Marktteilnehmern beziehungsweise auch unter den Menschen vielleicht erkennt, dass wir in einer Rezession uns befinden. Ich meine nochmal, die Situation politisch in den USA ist massiv angespannt und man kann halten von Donald Trump, was man will, aber vieles von dem, was er sagte, wenn auch sehr vereinfacht und natürlich auch vor allem eben mit dem Ziel zu polarisieren, ohne Frage, aber vieles von dem ist einfach mal so eingetreten. Also auch wenn mit zeitlicher Verzögerung, aber die USA ist an einer Rezession. Die USA hat einen der schwächsten Halbjahresstarts in den Aktienmarkt gesehen. Klar, man sagt jetzt seitens des Weißen Hauses beziehungsweise der Biden Administration, schaut, was in 2021 gelaufen ist und wie die Aktien performt haben. Ja, das stimmt. Aber die Leute, die erinnern sich erstmal an das, was jüngst sich jetzt hier herauskristallisiert, beziehungsweise die schauen auch im Hinblick beispielsweise auf die Kursentwicklung an den Aktienmärkten und jetzt aktuell ganz besonders auf das Wenige, was sie eventuell investiert haben, welches jetzt weniger geworden ist, weil sie eben nicht die entsprechenden Möglichkeiten besitzen, Markt trading-technisch, finanztechnisch sich ausreichend zu bilden, respektive darüber hinausgehend eventuell davon gar nicht betroffen sind, weil nämlich sich der Großteil der umlaufenden Aktien in den USA beispielsweise über 90%, rund 90% ungefähr, in den Händen der oberen, was sind es, oberen 20%, 10% der Bevölkerung eben tatsächlich befinden. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, man hat hier seitens der Biden Administration erkannt, dass besonders diese enge Entscheidung im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl 2020, dass sich das sehr unwahrscheinlich jetzt
erstens bei der nächsten Präsidentschaftswahl, beziehungsweise auch darüber hinausgehend, beziehungsweise zuvor schon bereits bei den Midterm Elections, nicht halten lässt. Dass es zu einem deutlichen Kippen in Richtung Anti-Biden kommt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise zu einem Switch in Richtung Republikaner, um es anders zu formulieren. Und solche Formulierungen und solche Anpassungen auch, selbst von solchen Daumenregeln, auch wenn sie nicht hundertprozentig akkurat sind, zeigen, dass die Herrschaften in der Regierung, in der Biden-Administration, in dem Fall im Falle des Weißen Hauses in den USA, wirklich erkennen, dass sich der wirtschaftliche Ausblick dramatisch eintrübt. Und das ist etwas, was es wiederum zurückkommt hier auf die Fed morgen. Sehr unwahrscheinlich werden das meiner Einschätzung nach, dass es hier zu einer Zinsanhebung in der Größenordnung von 100 Basispunkten kommen wird. Was wiederum bedeutet, was können wir jetzt daraus tradingtechnisch machen? Nun, ein schlagartiges Auspreisen einer solchen Erwartungshaltung hier ist initial in der Lage, einen bullischen Impuls nach sich zu ziehen. Also selbst wenn wir uns jetzt hier relativ neutral präsentieren, keinerlei, wie soll ich sagen, Impulse zu sehen bekommen, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite, scheint mir durchaus denkbar, dass morgen durch dieses schlagartige Auspreisen dieser 100 Basispunkte es zu einem Spike auf der Oberseite kommt, der die 4000er-Region in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und dann bei einem Bruch höher weiteres bullisches Potenzial freisetzt, was im Falle des S&P zunächst einmal die Region um 4200 Punkte, also diese Region um diese Hochs aus dem Juni, also die Juni-Hochs eben tatsächlich aktiviert. Vorausgesetzt, es kommt zu einem Tagesschluss oberhalb der Konsolidierungshochs hier in diesem Bereich. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das, was uns wahrscheinlich für heute zunächst einmal einen ruhigen Handelstag verschaffen wird. Ich muss sagen, das höchste der Gefühle ist eventuell nochmal ein kurzer Flush auf der Unterseite, ausgehend auch von den gestrigen oder auch den Entwicklungen, die wir vergangene Woche Freitag zu sehen bekommen haben. Und darüber hinaus werden wir dann einfach sehen müssen, ob es eben zu einem Lauf über die 4000er-Marke an dieser Stelle eben tatsächlich kommt. Durch die Fed initiiert, wie gesagt, heute eher ein ruhigerer Handel, beziehungsweise auch dann eventuell morgen zunächst ein ruhigerer Handel. Dennoch gibt es heute eine Aktie in dem Fall, und dann sind wir nämlich bei den Einzeltiteln an dieser Stelle und den Aktien, denen wir jetzt einen näheren Blick gönnen wollen. Und zwar nämlich einen Blick hier auf Walmart, die gestern nachbörslich hier eine Guidance gesehen haben, die gecuttet wurde. Nicht, dass es überraschend kam. Also ich will noch mal ganz kurz auf den Chart zurückgehen. Das ist Walmart auf Tagesbasis und wir sehen hier die scharfen Gaps auf der Unterseite. Ja, 16. letzter Handelstag in soliden Gefilden und dann der 17. Mit scharfem Gap Down, bärischer und auch ganz besonders nicht nur bärisch, sondern vor allem ein Tagesschluss, der dann gezeigt hat, wir sind jetzt auch technisch gebrochen. Also wir sind hier unter ein Konsolidierungstief gesetzt und wir haben unterhalb diesem geschlossen, was weiteres potenziell bärisches Potenzial für die kommenden Tage freisetzt, welches dann sich auch damals im ganzen Sektor eigentlich, Consumer Staples, Consumer Discretionary, wiedergespiegelt hat. Wir haben Target gesehen damals mit massiven Abschlägen auf diesen Cut, auch Target am darauffolgenden Tag mit Earnings, die auch nochmal enttäuscht haben. Und also wir hatten schon eine relativ niedrige Erwartungshaltung. Die Basis dessen war auch im Kern das, was dann wiederum übergeordnet eine Rolle gespielt hat, nämlich im Hinblick auf einen expansiveren geldpolitischen Kurs seitens der US-Notenbank. Und zwar, dass man gesagt hat, es kommt zu diesem Bullwhip-Effekt potenziell. Also Bullwhip-Effekt bedeutet, also Peitschen-Effekt, dass man in einem inflationären Marktumfeld einfach eine Veränderung des Konsumverhaltens sieht, der Verbraucher, die dann dazu führen, dass die aufgebauten sogenannten Inventories, also Lagerbestände, zum Beispiel im Einzelhandel, der in den USA natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt, wir erinnern uns dran, im Hinblick eben auf die Wirtschaftsleistung macht der Einzelhandel mehr als 30, sogar 35% eben tatsächlich aus. Also ist im übertragenen Sinne das Rückgrat der US-Wirtschaft, dass es dann zu Anpassungen kommt und dass die so eine Art Fire Sale auf den Weg bringen. Also das heißt, versuchen mit massiven Preissenkungen entsprechend und Rabattgewähren eben entsprechend hier die auf Lager gehaltenen Güter rauszugeben, weil man davon ausgeht, dass man höhere Preise für diese jeweiligen Produkte nicht mehr in der Lage ist zu verlangen. Und das war etwas, was hier in diesem Zusammenhang schon im Earnings Release von Walmart ein Thema geworden ist. Und nun haben wir eben gestern nachbörslich gesehen, dass diese Reduktion hier noch einmal dazu geführt hat,
dass wir Abschläge in Richtung der 118er Region sogar in der Vorbörse jetzt zu sehen bekommen haben, dass man also trotz des sich schon reduzierten Ausblicks nochmal eine Reduktion auf der Unterseite vornimmt. Und wir erinnern uns sehr, sehr zügig an das, was Snap gemacht hat. Also es ist ein ganz anderer Bereich, deswegen ganz mit Vorsicht zu genießen, aber was man im Hinterkopf behalten sollte. Die hatten einen schwachen Earnings Release ausgegeben oder für das erste Quartal. Die haben dann nach 2, 3 Wochen mit Verzögerung nochmal reduziert und haben diese Guidance, die sie dann ausgegeben haben, die nochmal unter der Erwartung lag und die nochmal scharfe Abschläge nach sich gezogen hat, jetzt wieder nicht erfüllen können, selbst für das zweite Quartal und ausgehend schon vom Umstand, dass es sich um eine reduzierte Guidance gehandelt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, das könnte durchaus etwas sein, was uns auch für Walmart ansteht in den kommenden Wochen dann, wenn die den Earnings Release eben im August veröffentlichen. Und so, also. Ganz kurz auf die konkreten Aspekte. Cuts Guidance hat nicht nur die Guidance, sondern auch den Gewinn pro Aktie reduziert um, ich glaube, 9%. Ich müsste jetzt nochmal ganz genau schauen. Einen Augenblick. Ich habe es hier aufgeschrieben. Ja, EPS 8 bis 9% ungefähr reduziert. Expects Operating Margins nur noch bei rund 4,2% vor Q2. 3,8% für das komplette Jahr, jetzt 22, beziehungsweise fiskalisch ist es das Jahr 23. Sees Consolidated Net Sales Growth for Q2 7,2 Sees und so weiter. Ich habe jetzt hier nicht hingeschrieben, von was es zuvor kam, aber das ist eine fortwährende Reduktion. Gestern schon nachbörslich, zeitweise -10%. Also ich habe das kurz nach 10 hatte ich das Abend noch auf den Ticker bekommen und hatte das getweetet gehabt. Wir haben dann zwischenzeitlich sogar weitere Abschläge gesehen, die uns -10% unter Druck gebracht haben. Heute jetzt schon bereits 128.000 Stücke gehandelt. Das ist enorm, weil Walmart hier im Schnitt nur in Anführungsstrichen Volumen sieht, mittlerweile von rund 9 Millionen Stücken, also auch in der jüngeren Vergangenheit hier schon recht aktiv jetzt gehandelt wurde, besonders durch eben diese Entwicklung. Und wir sehen dann besonders, aktuell halten wir uns zwar oberhalb dieses Levels, aber das ist eine Schlüsselregion auf der Unterseite, die heute im Laufe des Tages in den Mittelpunkt des Geschehens rücken könnte. Selbst wenn wir jetzt im Bereich um rund 120 handeln, bleibt abzuwarten, ob wir in der Lage sind, die zurückzuerobern. Wenn nicht, steht mindestens noch mal eine Chance an, dass wir diese Region um 118, 117 attackieren. Bei einem Bruch tiefer sogar ist es so, dass wir. Und am Halten unterhalb dieser bis dato ausgebildeten Jahrestiefs, dass wir sogar einen sogenannten Trade-to-Hold haben. Also das heißt sogar eine Chance haben, selbst vor der Fed eine stärkere Abwärtstendenz eben einzuleiten, einen sauberen Abwärtstrend sogar mit einer Möglichkeit, dass wir einen Tagesschluss im Bereich der Tagestiefs schon zu sehen bekommen. Einfach deswegen, was das letzte Mal, dass wir in diesen Gefilden gehandelt haben, im März, April 2020 war. Also sprich etwas anders formuliert, wir sehen hier in dieser Konstellation, sehen wir einfach potenziell keine Nachfrage, bis der Markt eben Nachfrage auf den Weg in der Lage ist zu bringen, beziehungsweise eine dann einsetzende Abwärtsdynamik in der Lage ist einzufangen. Also Fokus Inflection, würde ich mal sagen, liegt heute auf der 120. Wir sehen das aktuell in der Vorbörse hier, dass wir knapp oberhalb dieses Levels handeln. Ich will das vielleicht mal ganz kurz hier zeigen, da haben wir auch im vorbörslichen Handel, da haben wir das visuell noch ein bisschen dargelegt. 5 Minuten, so. Also, das ist so der Bereich um das gestrige initiale Tief auf diese Meldung, als sie über den Ticker gelaufen ist. Aktuell erhöhte Umsätze, also in Relation zu dem, was wir normalerweise in Walmart zu sehen bekommen. Volumengewichteter Durchschnittspreis, das ist diese gleitende also diese blaufarbene Linie hier an dieser Stelle, die mit dem Chart sich mitbewegt an diesem Langschlängel, verläuft derzeit um 120. Drop unterhalb. Halten unterhalb, würde ich wahrscheinlich danach tendieren, würde ich zu sehen bekommen wollen, würde dann ausgehend hier von Walmart von der Shortseite sehen. Und wie gesagt, erstes Ziel ist natürlich die gestrigen Übertreibungstiefs, aber hauptsächlich eigentlich die 118 bzw. 117er Region, die ich da anstreben würde. Wir kommen mit vermutlich relativ kleinem Risiko in den Trade rein. Die ATR, das kann man hier unten erkennen, liegt bei ungefähr 2,70 $. Das bedeutet also, wenn wir 20% davon als Stop wählen, sind wir bei 50 Cent Risk, Pi mal Daumen. Sollten wir einen Break halten unterhalb von 120 zu sehen bekommen, haben wir Potenzial bis Richtung 118, also 2 Dollar, vielleicht sogar 117, dann sind wir sogar bei 3 Dollar, was bei einem Initialrisiko für einen Trade
von 50 Cent, ein CRV von 4, vielleicht sogar 6, 7 zu 1 nach sich ziehen könnte. Also durchaus ein interessantes Play und ein Vielfaches interessanter und sauberer einfach auch von der Struktur als das, was wir eben hier aktuell im DAX präsentiert bekommen. Dieses choppige Seitwärtsgeplänkel. Das gleiche gilt auch für den Nasdaq, das gleiche gilt eben auch für den S&P, die sich, besonders die letzteren beiden, die sich einfach mental in Anführungsstrichen potenziell auf die Fed morgen eben um 20 Uhr vorbereiten dürften. Gestern ebenfalls nachbörslich unter Druck ist Amazon gewesen. Sogenanntes Sympathy Play, das sieht man auch hier in dem vorbörslich gehandelten Volumen. Tritt zwar jetzt nicht massiv downgappend auf, aber wir sehen Amazon hier bei den Most Active ebenfalls schon mit 77.000 gehandelter Stücke. Natürlich verhältnismäßig überschaubar, das muss man ganz klar sagen. An der Stelle, weil in Amazon, besonders jetzt nach dem Split, der stattgefunden hat, zwar ein zunehmendes Volumen sieht, aktuell 89 Millionen Stücke, deswegen ist das ja als Market Stock überschaubar. Aber ich finde Amazon deswegen erwähnenswert, weil zum einen hier die Region so um 117, 116, ehemalige Hochs, die wir jüngst haben, überwinden können, in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Ja, das ist Punkt 1. Und zum anderen, weil Amazon am Donnerstag Zahlen vorlegt. Und zwar nachbörslich. Also am Freitag könnte das ein super spannender Titel tatsächlich werden. Denn von Amazon wird aktuell nicht besonders viel erwartet. Ich habe mal geschaut gehabt, um eine Idee zu bekommen, wo da so die Erwartung der Wall Street liegt. Und es ist so, jetzt grob gefasst, ohne jetzt zu sehr auf diese Erwartungshaltung einzugehen, es ist so, dass wir eventuell das erste Mal seit 2001, also seit dem Platzen der Internetblase hier, im Hinblick auf die Einnahmen seitens Amazons nicht nur das schwächste Wachstum zu sehen bekommt, sondern eventuell sogar gar kein Wachstum zu sehen bekommt. Also dass die flat sind im Hinblick auf die Einnahmen. Die jüngste, also die Wachstumsstory Amazon als solche, hatte sich ja auch schon im letzten Quartalsbericht herauskristallisiert, könnte vorbei sein. Und das ist etwas, was jetzt ganz spannend ist, weil wir haben einen Gap Down als Sympathy Play. Es ist ja jetzt nicht der klassische Consumer Staples Bereich, den wir hier abdecken. Es ist ein E-Commerce-Gigant, der im Grunde genommen das gesamte Produktportfolio im Grunde genommen abdeckt. Ob jetzt Consumer Staples, Consumer Discretionary, kannst bei Amazon im übertragenen Sinne alles bestellen bzw. kaufen. Jetzt das Interessante ist an der Stelle, finde ich ehrlich gesagt, sollte diese niedrige Erwartungshaltung nicht erfüllt werden. Also sprich nicht erfüllt werden im Sinne von, sollte sie übertroffen werden, so ähnlich wie Netflix, wo man ja mit einem Einbruch der Subscription oder die Paid Net Change Streaming-User, also diejenigen, welchen die für Streaming-Dienste von Netflix bezahlen, wo man sagte, minus 2 Millionen für das zweite Quartal, jetzt hat man minus 970.000 ausgegeben, ist immer noch eine Katastrophe in Anführungsstrichen, ist wirklich schwach, aber eben deutlich wiederum die sehr nach unten gelegte Erwartungshaltung übertreffend, also eine ganz, ganz niedrige Schwelle, die es da zu überspringen galt. Sollten wir mit Amazon sowas Ähnliches zu sehen bekommen, ist das durchaus ein Kandidat, der hier dann ausgehend von diesem kurzen Flashout nochmal eine Attacke und auch einen Bruch höher. Über dann in dem Fall ist es ungefähr so die Region um 100, ja, 25, 26, ich mache mal rund aufgerundet die 130er Region auf den Weg bringen könnte, wo dann weitere Aufschläge in den kommenden Tagen in Richtung erstmal hier der März- bzw. Januar-Tiefs auf den Weg gebracht werden, Richtung der 140er Gefilde. Also durchaus ein potenzieller Long-Kandidat, den man aus dieser Entwicklung auf dem Schirm haben sollte. Also der Bias, das ist jetzt das, um was es hauptsächlich geht. Wir sehen Sympathy, also das heißt, reagiert auf eine News von Walmart, die betrifft Amazon also nur peripher, aber Amazon reagiert darauf. Wir sehen den Bias, der sich infolgedessen, die Psychologie, die sich infolgedessen im Markt etabliert. Und infolge dieser etablierten, dieses Sentiments ist es dann eben möglich, natürlich bei einem jetzt Datensatz, der die Erwartungshaltung übertrifft oder nicht so negativ ist, wie man es erwartet, wie der, sich diese Erwartung jetzt beginnt zu etablieren, dass das dann nämlich eben entsprechend der bullische Treiber wirklich ist, der dann hier den Bruch über 130 mit weiteren Aufschlägen ist in Gefilde um 140 US-Dollar denkbar werden lässt. So, das also zu den Einzeltiteln an dieser Stelle und zu den Titeln um Walmart bzw. Amazon, die heute im Fokus liegen dürften. Blicken wir auf die Devisen an dieser Stelle und in dem Moment weniger eigentlich auf den Euro-US-Dollar. Da hat sich das Bild unwesentlich verändert. Also wir rollen erneut über. Also wir sehen, greifen wir doch mal den Euro-US-Dollar kurz auf. Wir rollen erneut über nach dieser spikigen Action auf der Oberseite.
Ich hatte letzte Woche ja schon auf die EZB gesagt, auf diese Verkündung einer 50-Basispunkt-Zinsanhebung, auch jetzt der Spekulation im Hinblick auf einen erneuten 50-Basispunkt-Zinsschritt, der dann im September auf den Weg gebracht wird, dass das alles konterkariert wird durch entsprechend eben die Entwicklungen im Hinblick auf die südeuropäische Peripherie und jetzt diese Blackbox im Rahmen dieses TPIs, wo man einfach sagt, wo man eigentlich gar nichts sagt, aber was im Kern beinhaltet, ganz direkte Staatsfinanzierung seitens der EZB auf den Weg zu bringen, zum Beispiel im Falle spikender Zinsen in südeuropäischen Peripheriestaaten oder Mitgliedstaaten wie in Italien zum Beispiel, ganz konkret dann seitens der EZB, diese Schuldtitel aufzukaufen. Also nochmal eine direkte Staatsfinanzierung auf den Weg zu bringen, wobei, wie gesagt, das ein rein diskretionäres Tool ist. Und man ja auch seitens der EZB sagte, man würde das gerne vermeiden. Aber unterm Strich bleibt eben, dass du bei allen Zinsanhebungen hier jederzeit jetzt damit rechnen musst, dass wenn der Zins zu stark ansteigt, dass es eine Intervention geldpolitischer Natur geben wird seitens der EZB, die natürlich die Frage aufwerfen, besonders wenn man dann kommuniziert sieht seitens der EZB, naja, es wird die Bilanz nicht ausweiten. Naja gut, das heißt dann im Endeffekt, dass man was genau macht? Man kauft also folglich die schwachen Mitgliedstaaten oder die Anleihen dieser schwachen Mitgliedstaaten und verkauft Bonds der starken, noch starken, möchte man an der Stelle sagen. Also deutsche Schuldtitel, niederländische Schuldtitel, französische Schuldtitel. Anders formuliert, ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem diesbezüglich, der hatte sofort, nachdem ich das skizziert hatte, der stellte mir nämlich die Frage, wie ich denn dazu stehe, zu dieser Zinsanhebung, was ich dazu meine, als jemand, der sich mit der Materie eben auseinandersetzt. Und dann habe ich ihm das geschildert, wie das zu interpretieren ist. Und dann guckte er mich an und sagte, das ist eine Bad Bank, oder? Also, ja, das ist eine Bad Bank. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, aus der Zentralbank wird jetzt aktuell eine Bad Bank. Das heißt, die kauft einfach Assets auf, die nicht werthaltig sind und lagert im Grunde genommen hier im Grunde genommen also liefert Liquidität für die hier in diesem Fall kein Geschäftsmodell habenden EU-Mitgliedstaaten und bürdet im Grunde genommen die Last aus einem Bust dann oder einer Nichtrückzahlung dem Steuerzahler auf. Das ist ja, das ist im übertragenen Sinne Bad Bank-Prinzip, welches dort im Kern eben eine Rolle spielt. Und was eben das Aufwertungspotenzial, jetzt zurückkommen auf die derzeitige Preis-Action, im Euro einfach ganz klar beschränkt. Also der Markt, der hat nach der Fed, Entschuldigung, nach der EZB letzte Woche Donnerstag ein ganz klares Statement jetzt gesetzt, wo er das faire Bewertungsniveau maximal sieht auf der Oberseite. So würde ich diese Price-Action hier interpretieren, also ganz besonders folgend, unterhalb von 1,03. Ich hatte schon letzte Woche ja im Hinblick auf die EZB geschrieben, ich wäre short gegen die 1,03 ausgehend von den charttechnischen Gegebenheiten. Und jetzt hat der Markt hier mehrfach ein Anlaufen und einen nicht auf den Weg gebrachten Bruch eben abgewehrt und infolgedessen gesagt, mehr als 1,03 ist der Euro zum US-Dollar derzeit nicht wert. Eventuell ändert sich das morgen entsprechend eben mit der Fed und einem geldpolitisch lockereren Kurs und dergleichen, aber aktuell sind die Gegebenheiten ganz klar, dass wir höhere Bewertungsniveaus in dem Fall nicht erwarten sollten und ganz besonders sollten wir dann im Euro-US-Dollar zurück unter die 1,01 rutschen, dann ist eben das nächste anzuvisierende Ziel auf der Unterseite, wie gesagt, die Parität, die wir schon seit geraumer Zeit jetzt zum Thema gemacht haben, die wir kurzzeitig mal unterschritten haben und wo ein nachhaltiger Bruch und Halt noch unterhalb denkbar wird, ganz besonders in jenem Moment, wo sich beginnt, eben hier im Rahmen dann auch entsprechender gesellschaftlicher Verwerfungen, ja, man möchte fast sagen, Gott bewahre, dass sie so kommen, aber man steuert sehenden Auges auf solche gesellschaftlichen Spannungen zu und auch auf einen Kollaps der deutschen Wirtschaft an dieser Stelle durch eben sollen wir es noch Politik nennen? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das noch so nennen darf an der Stelle. Ja, steuert man sehenden Auges darauf zu und in diesem Zusammenhang wird die nächste Konsequenz eben ein gesellschaftliches Aufbegehren sein, welches natürlich dann besonders eben durch den Umstand, dass Deutschland der Euro ist. Also, und das ist nie anders gewesen und die wirtschaftliche Stärke Deutschlands war in der Lage, den Euro als Konstrukt lange Zeit aufrechtzuerhalten. Jetzt rutscht Deutschland in eine Rezession, selbst gemacht, vielleicht sogar möchte man an der Stelle sagen, was eben an der Stelle eben die Daseinsberechtigung des Euro als solchen, also jedenfalls als harte Währung in Frage stellt. Also nicht, dass der Euro komplett verschwindet, aber eine Gummibärchenwährung dürfte es auf jeden Fall an dieser Stelle werden, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir deutlich unter die Parität zum US-Dollar an der Stelle eben rutschen.
Und also, das, lange Rede, kurzer Sinn, ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinblick auf Investments im Euroraum generell auch in Bezug auf Aktien berücksichtigen sollte. Das Einzige, was hier in der Lage ist, Assets noch aufrecht zu erhalten, auch im europäischen Kontext, meiner Einschätzung nach, sind Impulse in irgendeiner Form und Sympathy Plays, aber nicht eigens auf den Weg gebrachte Impulse seitens der US-Aktienmärkte, eben tatsächlich europäische Titel im derzeitigen Kontext jedenfalls vor dieser, nennen wir sie mal, politischen Misere keine Option. Also muss man einfach sich so eingestehen und lässt den Fokus auf jeden Fall ganz klar in Richtung anderer dynamisch wachsender oder unterstützter Währungsräume eben shiften. In dem Fall dürften es besonders die USA sein, die dann für uns zunächst einmal von Interesse sind, auch wenn die vielleicht langfristig wiederum von anderen Ländern vielleicht überholt werden könnten. Jetzt im Hinblick auf beispielsweise die Attacken, die sich häufen in Bezug auf den US-Dollar durch eben Russland, aber auch China, die BRIC-Staaten generell in dem Fall, also Brasilien, die da auch eine Rolle spielen, Indien, die da vielleicht noch eine Rolle spielen, das könnten zudem nochmal Bereiche sein, über die man in den kommenden Jahren dann über Investments nachdenkt, die eventuell starke Kapitalzuflüsse sehen und das dann zu einer Abkehr von US-Titeln kommt. Aber weder im Falle US-Titel noch im Falle von BRIC-Staaten fällt jemals irgendwie irgendwo die Begrifflichkeit EU. Und das sollte einem zu denken geben an dieser Stelle. Also das bedeutet, Skepsis ist dort auf jeden Fall längerfristig angebracht im Hinblick auf Investmententscheidungen beziehungsweise Kapitalerhaltungsmaßnahmen vielleicht erstmal. Weniger auf die Wachstumsaussichten, sondern im Hinblick erstmal nur auf den Erhalt dessen, was eben sich noch an Kapital eben ergibt in dem Fall. Und eine Abwertung des Euros zu den betreffenden Währungen ist längerfristig eher zu erwarten. Ehrlich gesagt. Dass jetzt dieses riesen Makrobild abgeleitet von dieser, ist ein bisschen over the top vielleicht, aber nichtsdestotrotz etwas, was nochmal mein Bias unterstreicht, eben tatsächlich. Und kurzfristig ist, wie gesagt, die 1,0250 jetzt hier auf der Oberseite erstmal ein Cap-Level und solange wir unterhalb dieses Levels eben handeln, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir zeitnah nochmal in Richtung der Parität abverkauft werden und auch hier aber dennoch auf die Impulse seitens der Fed eben morgen entsprechend warten müssen, warten sollten. Blicken wir einmal auf den Dollar-japanischen Yen, der bleibt tradingtechnisch nach den jüngsten Entwicklungen auf jeden Fall super interessant. Wir haben den Break dieser steilen Trendlinie zu sehen bekommen. Sehen jetzt keinen direkten Follow-through, also wir sind wirklich fast punktgenau auf die ehemaligen Hochs aufgelaufen hier, die wir auch als potenzielles Ziel identifiziert hatten. Ich hatte gesagt, die Region zwischen 135 und 136 nach dem Break unter die 138. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Die ist auf den Weg gebracht worden. Genau, also das Überrollen gegen oder beziehungsweise nochmal den Retest und dann alle das Überrollen gegen die 138er Region mit diesem nächsten Flush-Out auf der Unterseite. Jetzt wird es interessant, weil man kann es auch hier, glaube ich, ganz sauber erkennen. Moment, ich schneide das mal ganz kurz aus. So, ist relativ offensichtlich. Diese Region hier, ehemalige Widerstandsregion, Unterstützung und jetzt der Bereich 137. Vielleicht plus minus 50 Cent roundabout, ja, 136,50, die wir jetzt hier vorstoßen. Finde ich eine sehr interessante Region, weil hat in der jüngeren Vergangenheit schon ihre Signifikanz unter Beweis gestellt. Und ein Short gegen diesen Bereich, also wenn man jetzt den ersten Bruch Short hier nicht gehandelt hat, vielleicht auch, weil man sich durch die derzeitigen Gegebenheiten rund um die Bank of Japan noch eine zusätzliche Bestätigung erwünscht hatte, dann hat man jetzt gegen die 137 den nächsten potenziellen Short-Trigger, auch mit einem, ich finde, relativ klaren Risiko einfach. Also allerspätestens bist du auf der 138 raus, eventuell würdest du sogar schon ausskalieren, sobald es zu einem Halten über 137 kommt. Also das bedeutet, das Risiko, das beträgt noch nicht mal an der Stelle, wenn wir gegen die 137 shorten, 100 Pips, sondern ist wahrscheinlich im Bereich, ich sag mal, aus der Gesamtposition in Verbindung mit einem Scale-Out 60 Pips vielleicht ungefähr, gegen die ich hier in dem Moment handeln würde. Reststopp eine Gesamtposition wäre die 138. Initial Short gegen die 137 würde bei einem Haltentag Schlusskurs oberhalb von 137, der nicht zwangsläufig sofort in Richtung 138 durchläuft, kommt ein Exit vielleicht zu 137, weiß ich nicht, 20 zustande. Ja, vielleicht machen wir 137, 40 an dieser Stelle. Dann haben wir einen Durchschnittsexit auf eine Position von 137,70. Wenn der Rest der Position und das jeweils auf 50-50 aufgeteilt ist, haben wir ein Risiko von 70 Pips. Also, das bedeutet, das Risiko, das ist weniger, das ist potenziell kleiner.
100 Pips mit dem Short gegen die 137. Und wir gehen auf der Unterseite auf klar identifizierbare Level, nämlich einmal auf die 135,50, beziehungsweise darunter vielleicht auch dann die, das sieht man nicht so ganz als 5, ne? So. Vielleicht dann sogar auf die 134er Region, 135er Region, also scheint mir durchaus ein Bereich, der legitim angelaufen werden kann und der immer noch, trotz dieses jetzt schon fortgeschrittenen Modus, ein durchaus legitimer Zielbereich eben ist, nach dem Bruch dieser steilen Aufwärtssequenz, also dieser pinkfarbenen Trendlinie. Und die sieht auch auf der Unterseite, man hat durchaus ein bisschen gefiltert um 135 Platz, also mit dem ersten Test an dieser übergeordneten Aufwärtstrendlinie. Also dieser Bereich, in dem wir jetzt aktuell auch Schwierigkeiten haben, auch das ist offenkundig. Also wir können hier auf den untergeordneten 5-Minuten-Ebene, können wir klar sehen, dass wir in diesem Bereich 136,70, 137 Schwierigkeiten haben, diesen zurückzuerobern. Wahrscheinlich durch den Umstand, dass gegen die ehemalige Unterstützungsregion oder Widerstandsregion, die jetzt wieder zu einer Unterstützung wurde und dann wieder zu einem Widerstand wird, eben offensichtlich in der Vergangenheit schon Schwierigkeiten hatten. Also durchaus ein interessanter Bereich mit auch, ja, wie gesagt, einem klaren Level, gegen das du einfach an dieser Stelle tatsächlich riskierst und potenziell eben ein Bereich, gegen den man nochmal ein Shortplay auf den Weg bringen könnte, in dieser sich etablierenden Korrektursequenz, wo zunächst einmal das Ziel die übergeordnete Aufwärtstrendlinie eben tatsächlich ist. So, ich habe jetzt für den US-Dollar summa summarum ein nicht so günstiges Bild eben tatsächlich skizziert und in dem Zusammenhang wollen wir mal einen Sprung heute wagen. Wir wollen mal weniger auf den Rohstoffbereich gehen, sondern ich will mal hauptsächlich final einen Blick auf den Kryptobereich bringen. Einen Blick auf Gold könnten wir jetzt nochmal die Konsolidierung der letzten Tage auch zum Thema machen und dergleichen, aber das sparen wir uns heute. Da werfen wir morgen den Blick drauf mit Ausblick auf die US-Notenbank. Interessanterweise ist der Modus im Kryptobereich angeschlagen, so möchte ich mal sagen. Und das überrascht mich ein bisschen, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund des nicht besonders positiven Bild, was ich für den US-Dollar zeichne, also noch ein skeptisches Bild eigentlich vor der Fed morgen, zeichne ich offensichtlich nur noch für den Euro, möchte man fast sagen. Und wir haben jetzt im Kryptobereich diesen Bereich ja gestern schon thematisiert gehabt. Das ist eine Region gewesen, so um 21.500, die jetzt leider hat nicht gehalten werden können. Also wir haben einen deutlichen Push unter dieses Level zu sehen bekommen. Noch ist nicht in Anführungsstrichen aller Tage Abend. Also ich habe noch übergeordnet durchaus dieses bullische Szenario hier im Hinterkopf. Wir müssen allerdings jetzt langsam aber sicher die Bullen mal fordern. Also, beziehungsweise also die Bullen, die müssen sich jetzt mal zeigen. So will ich es formulieren. Nicht, wir müssen die fordern, wir müssen die jetzt mal langsam zu sehen bekommen. Gegen diese unteren, vielleicht auch potenziell Flaggenbegrenzung. Was bedeutet etwas anders formuliert, rein trading-technisch? Long gegen diesen Bereich um 21.000, diese untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung mit einem Stop hier unterhalb der 2060, und wo du sofort zügig ein Feedback sehen möchtest, ein positives Feedback, was uns zurückführt über in dem Fall die 21.700, 22.000er Region und dann vielleicht der Wegbereiter ist für den Break höher initiiert, also hier oben in dem rechten Chart, da sind wir auf Stundenbasis unterwegs, dass das eventuell dann der Wegbereiter ist an dieser Stelle für einen Bruch dieser Flagge, welche uns final in Richtung der 26.000er Region führt. Also sprich, wir wollen keinen Drop unter die heute ausgebildeten Tiefs zu sehen mehr bekommen, vielleicht ein bisschen mehr Raum geben. Das wäre also der Bereich 20.800, in meinem Fall vielleicht 20.600 Punkte als Stop auf der Unterseite. Und wo ich dann mich long positionieren würde, in Erwartung erstmal eines Bounces zurück in Richtung der 22.000er Region. Vielleicht initiiert morgen erst durch die Fed. Vielleicht kommt auch der Bruch höher durch die Fed zustande. Und dann auch den Bruch aus dieser Abwärtssequenz, die sich hier seit nunmehr fast rund einer Woche etabliert hat, in dieser Flagge mit entsprechendem Break und auch weiteren Aufschlägen auf der Oberseite, wo das übergeordnete Ziel dann in den Gefilden eben hier dieser Luna Terra Stablecoin Intervention aus dem Mai, also als erste Orientierung eben tatsächlich dient, also Kursziel in so einem Bereich 26.000. Optimisten gehen vielleicht sogar von der 28.000er Region aus. Sollten wir hingegen diesen Lauf nicht zu sehen bekommen, sondern diese Abwärtssequenz weiter eben fortschreiben, dann würde sich dieser jüngste Versuch hier, den Ausbruch auf den Weg zu bringen, als Fehlausbruch herauskristallisieren und wir würden zurück in diese neutralen Gefilde eben tatsächlich laufen.
Und der kurzfristig bullische Bias, den ich hatte für Bitcoin, wäre dann erstmal negiert. Also dann würde ich sagen, sind wir erstmal wieder neutral. Dann müssten wir eine neue Rückeroberung der 22.000er-Marke zu sehen bekommen und dergleichen. Und naja, bis dahin wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, weil wenn man das noch nicht mal durch einen dovischen Ausblick im Hinblick auf die Fed, die ja natürlich erstmal kommen muss, aber nichtsdestotrotz, aber wenn selbst das nicht in der Lage wäre, einen solchen Push auf den Weg zu bringen, dann gilt es hier in diesem Zusammenhang wahrscheinlich von der Long-Seite ein bisschen vorsichtiger tatsächlich zu sein. Ja, was soll ich sagen? Also wir sind auf derselben Seite. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ja. Also Elena fragt, wie ist denn direkte Staatsfinanzierung, die doch verboten ist? Ich glaube, es sind viele Sachen verboten oder beziehungsweise rechtlich mindestens mal in Frage zu stellen, die im Laufe der letzten besonders 2,5 Jahre stattgefunden haben, wo wir festgestellt haben, dass das ja, dass das ein ganz nettes Rahmenwerk ist, ja, innerhalb dessen wir uns bewegen, aber wir vielleicht uns nicht darauf verlassen sollten, dass dieses eingehalten wird oder dass man sehr schnell Mittel und Wege findet, dieses auszuhebeln und es dann einem verkauft wird als alternativlos beispielsweise. Wie ist das mit dem Mandat der Geldwertstabilität zu vereinbaren? Auch glaube ich, da haben wir kennengelernt jetzt im Laufe der letzten Jahre, also Jahre wirklich schon seit eigentlich dem Auflegen von QE, dass die EZB dieses Mandat sehr flexibel auslegt. Ja, so möchte man es vielleicht sagen. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Die agieren nicht mehr nach dem klassisch oder mal innerhalb im Rahmen der AEUV zum Beispiel festgelegten die Vorgaben. Die agieren so, wie es aktuell eben so notwendig scheint, um den Status quo, besonders im Hinblick auf wer auch immer dort im Hintergrund die Fäden sieht, diesen Status quo irgendwie zu etablieren. Ja, ich glaube nicht, dass das noch zum Wohl der allgemeinen Bevölkerung eben tatsächlich dient. Ich denke, das ist mehr als offenbar geworden. Deswegen ist das steht außer Frage. Es widerspricht dem, was gesagt wird, aber nichtsdestotrotz, was keiner weiteren Diskussion eigentlich bedarf. Also jeder, der will, der kann erkennen, dass da einiges ganz schön aus dem Ruder läuft, beziehungsweise schon seit sehr langer, langer Zeit eigentlich lief, spätestens nach dem Auflegen eben von QE. Ja, das haben wir schon gesagt gehabt. Im Hinblick auf, warum ist kaum Bewegung in den Indizes und dergleichen, ist das, die warten auf die Fed ganz genau. Richtig. Der wartet auf Impulse seitens der Fed. Impulsgeber seitens der Earnings Season sind sicherlich denkbar, aber das Makroplay, Inflation und Fed-Leitzinsentscheidung steht über allem. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Aus dieser Perspektive werden wir einen Impuls abwarten müssen. Und der wird morgen geliefert, mit Sicherheit. Ich bin sehr gespannt, ob es darüber hinausgehend noch ein deutlicheres Auspreisen eines restriktiven Kurses, ganz besonders auf den letzten Zinsentscheidungen im September, November, Dezember gibt. Aber summa summarum warten wir genau auf diesen Impuls aktuell. Und das höchste der Gefühle, auch im Hinblick auf den DAX, ist, wie ich gerade schon ganz einleitend sagte, irgendwelche Meldungen rund um Nord Stream 1 in irgendeiner Form, die da vielleicht marktbewegend in der Lage sind zu agieren. Tendenz eher in Richtung eine Lösung sich herauskristallisierend und dann in dieser Konstellation eher den Impuls nochmal in Richtung 13.400 auf den Weg bringend, weswegen ein Long hier übergeordnet in den übergeordneten Zeitebenen gegen die untere Range-Begrenzung, die wir im DAX zu sehen bekommen haben, eventuell ganz interessant ist. Chance-Risiko-Verhältnis technisch ganz interessant ist. So, ja, das wär's meinerseits gewesen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Und habt Warren auf dem Fokus, ja, oder auf dem Schirm. Also Warren könnte heute ein ganz interessantes Play werden nach der Reduktion der Guidance, die gestern nachbörslich stattgefunden hat. Morgen, also nachbörslich heute, Google, Microsoft natürlich mit den Earnings, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen, übergeordnet Marketplace, nicht wirklich attraktiv derzeit. Das zeigt die Marktstruktur relativ sauber. Wie gesagt, eventuell gibt es nochmal einen Push auf der Unterseite im DAX, ein dünnes Marktumfeld, eine Imbalance in irgendeiner Form, die uns aus dieser Range unter 13.100 befördert. Der Kehrseite eher die Stabilisierung und Bounce auf der Oberseite, die ich long spielen würde derzeit, weil ich einfach übergeordneten bullischen Bias habe, könnte natürlich komplett auf den Kopf gestellt werden. Wir werden sehen. Also wie gesagt, zunächst einmal der Weg des geringsten Widerstandes und mit klareren Signalen versehen. Titelplays, in dem Fall letzte Woche war es Snap in den Wochenschluss hinein. Diese Woche ist es eben durch die Reduktion der Guidance Walmart,
beziehungsweise auch andere Plays vielleicht, Sympathy Plays, Target, Costco, vielleicht Amazon. Mein Fokus lege aber ganz klar auf Walmart, ausgehend eben vom Umstand, dass da jetzt auch schon in der Vorbörse offensichtlich mehr Action ist als in anderen Plays in dem Bereich wie einer Target oder wie einer KSS, also eine Kohl's auch zum Beispiel. Da sieht man Kohl's fast gar nicht gehandelt, Target nur 17.000 Stücke, also da liegt der Fokus auf Liquidität und in dem Fall ist Walmart etwas, ein Einzeltitel, der in dem Zusammenhang zu favorisieren ist. Guck mal ganz kurz, nee, Costco haben wir nicht. Ja, so, soweit wäre es das meinerseits gewesen. Dann wünsche ich euch Happy Trading, einen guten Start in den Handelstag, beziehungsweise heute im Laufe des Tages ein glückliches Händchen und morgen 10:30 Uhr hören wir uns hier zum Morning Meeting dann entsprechend wieder gemeinsam mit Markets. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.